What's up, Friends? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, ja, zu dieser späten Abendstunde. Wir reagieren auf den Kanal von SDRGF auf das Video Pädokriminelle im Stream, so sicher fühlen sich Täter, ja. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Video, geht eine Stunde, also würde ich mal sagen, lehnt euch zurück, viel Spaß damit. In diesem Video geht es um Cyber Grooming und sexuellen Missbrauch von Kindern. Hilfestellen und weitere Informationen findet ihr in der Infobox. Ich wollte Cybermobbing vorlesen, aber Cyber Grooming steht da, Bro. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Wort seht und dann denkt ihr euch, okay, ihr kennt das schon automatisch, euer Gehirn liest es vor. Das ist genau wie, wenn du, das ist ja so bewiesen worden, da gibt es so einige Texte, wenn jetzt das Anfangswort in und Kindern zum Schluss steht, und du aber diese ganzen Wörter hier drinnen, okay, hier wäre es jetzt ein bisschen schwieriger, aber bei so einem normalen Satz, wenn du die Wörter drinnen alle vertauschen würdest, zum Beispiel Video packst du hier an die Stelle, Missbrauch da oben, dein Gehirn liest automatisch den Satz so vor, wie er hier zum Beispiel steht, wenn er richtig stehen würde. Versteht ihr? Und deswegen dachte ich, da steht erstmal Cybermobbing, Cybergrooming, Cybergrooming. Was ist denn Grooming, Digga? Hallo, ich bin Luisa und ich bin 12. Wir haben... Oh, die haben einfach Dings. Nee, keiner als Vorbild. Wir haben uns auf einer App mehrere Tage undercover als Kinder ausgegeben. Was machst du da? Boah, crazy. Welche App? Bist du etwas schüchtern, kann es sein? Hier suchen Pädokriminelle den Kontakt zu Kindern. Höchst feiner Süße. Die Täter fürchten offenbar keine Konsequenzen. Da holt sich einen runter. Das will ich nicht. Boah, die Frauen provozieren das aber auch so krass mit ihren Hello Kitty-Oberteilen und so, ne? Aber mal, ganz ehrlich, man sieht doch, dass das keine 12-Jährigen sind, Digga. Tschüss. Die App, auf der wir live gehen werden, heißt Likey. Boah, noch nie gehört. 2017 kommt sie auf den Markt, präsentiert sich selbst als global erfolgreiche Plattform. In Likey, the world is your stage. Likey erinnert an TikTok. Schnell werden auch Menschen auf... Habt ihr das mal gehört, Chat? ...auf die App aufmerksam, die ein sexuelles Interesse an Kindern haben. Die App ist auch im Darknet bekannt. Pädokriminelle unterhalten sich hier über Kinder auf Likey. Bro, ist das sowas wie iPhone und Android? Ist das sowas wie iPhone-User benutzen TikTok und Android-Nutzer benutzen Likey? Ist das sowas? Es gibt auch schon Urteile in Deutschland. Ende Januar ist die App in den großen App-Stores, wie hier im Google Play Store. Mehr als 500 Millionen Downloads. Hier steht ab 12. 500 Millionen Downloads? What the fuck? Jahren. Hier hat jemand eine Bewertung geschrieben, mir folgen nur Perverse. Generell sind viele kleine Kinder und sehr viele Perverse auf Likey. Wir laden uns die App zum ersten Mal auf diesem Handy runter. Um die Inhalte... Chat, wisst ihr, was 500 Millionen bedeutet? Wir haben eine Million! Eine Million! ...zu sehen, muss man sich nicht anmelden. Diese sind stark sexualisiert. Jetzt steck ihn rein ins... Besonders auffällig sind diese Videos von Kindern. Ach du Scheiße. Was ist das für eine App, Lan? Wir stoßen schnell auf Kinder, die aus ihren Kinderzimmern livestreamen. Mehrere Abende schauen wir uns diese Livestreams an. Chat, soll ich auf 1,25 machen, Geschwindigkeit? Nee. Machen wir auch. Verstehe. Viele Kinder sind dort und die werden halt so, sage ich mal, sexualisiert, ne? Vor allem mit dem, wie die sich verhalten, ein bisschen schminken, ein bisschen tanzen, freizügiger, dies und das und crazy App, Digga. Leute, wollte irgendwie... Also komische Kinder auf jeden Fall auf dieser App. Mit aufs Klo, ich muss aufs Klo. Was? Diese zwei Mädchen werden aufgefordert, sich zu küssen. Krass, für die ist das vielleicht so ein kleiner Spaß. Haha, wir haben uns geküsst. ABF, alle bis Freunde. Ja, DL, hab dich ganz so lieb.
Aber die wissen gar nicht, dass dieses Keech Eat Other so ein irgendein Pedo ist, der das geschrieben hat, der sich drauf aufgehält. Dieses Mädchen weint und trotzdem schreibt jemand, sie solle ihr Shirt hochziehen. Nee, ihr habt mich falsch verstanden. Daran ist ja nichts Verwerfliches, wenn Kinder sich irgendwie wie Kinder verhalten, vielleicht ein bisschen schminken, dies und das. Sie werden aber halt auf diese App sexualisiert, ne? Indem sie halt so gewisse Dinge machen, was zu Reizen führt, sei es vor der Kamera, keine Ahnung, schminken, tanzen. Hast du gerade gesehen, ein kleines Mädchen mit so einem kurzen Rock, diese Jeans-Rockhose, war am Twerken, die andere war schon am Ausziehen, Oberteil am Ausziehen. Ja, nee, klar, Digga. Ich bin sogar heilig. Oder dich bin ich einfach so dein. Bro, was ist das denn, Alter? Ich zeige mal. Was ist das für eine App? Mein Po. Hier müssen wir abbrechen. Denn wir sehen in den Livestreams auch nackte Kinder. Wenn wir das abfilmen, würden wir uns strafbar machen. Und wir wollen auch nicht zusehen, wie Kinder hier online in Echtzeit missbraucht werden. Wir wollen aber verstehen, wie die Täter vorgehen, wenn sie erst einmal den Kontakt zu einem Kind hergestellt haben. Das geht. Verstehe. Und die geben sich dann als Kinder aus. Okay, interessant. Nur, wenn wir selbst als Kinder auf Likey Live gehen. Dafür holen wir uns Unterstützung. Unsere Kolleginnen Mette Marit und Magdalena werden sich in einem Versuch mehrere Tage undercover als Kinder ausgeben. Crazy, schlau extra so diese Sachen anziehen, was so Kinder anziehen. Für mich war es eine sehr absurde Situation, ein Kind zu spielen. Also wirklich merkwürdig, sich auch in diesen Klamotten zu sehen. Schon nur das, was 12-Jährige tragen, oder? Ob die wie Kinder aussehen vom Gesicht her, ich weiß nicht. Ja. Ah, okay. Man muss sich, glaube ich, dann einfach die ganze Zeit selber daran erinnern, warum wir das machen, wieso ich jetzt auch diese Zöpfchen habe. Ja. Und dass ich trotzdem noch eine Journalistin bin. Für die Likey-Accounts erstellen wir Profilbilder. Auch Snapchat, WhatsApp und Instagram-Profile legen wir an. Das ist krass, ja. Und so werden aus zwei erwachsenen Journalistinnen die 12-jährige Luisa und die... Krass. Aber die linke, ja, sieht man schon, dass sie ein bisschen älter ist. 13-jährige Mia. Wobei... Andere können sowas nicht so, also klar, wenn du das nicht weißt, du glaubst das einfach, du denkst einfach, wow, die sehen schon ein bisschen älter aus, genau mein Beuteschema, so für diese Pedos halt, ne? Die beiden müssen dabei überzeugend vorgeben, unter 14 zu sein. Zum Glück spielt die das nicht, Alter, dieses junge Mädchen. 14 zu sein. Denn wer im Internet aus sexuellen Absichten heraus Kinder kontaktiert, macht sich strafbar. Wegen Cybercrime. Spaß. Das gilt auch, wenn der Täter nur davon ausgeht, dass am anderen Ende ein Kind sitzt, es sich aber eigentlich um einen Erwachsenen handelt. Für den Versuch haben wir zwei Kinderzimmer eingerichtet. 3 Tage lang werden Mette Marit und Magdalena hier auf Likey Live gehen. Ich bin ein chaotisches Kind, aber ist okay. Wo habt ihr das ganze Zeug her? Requisite vom NDR. Echt krass. Wie nennt man dieses Wort? Was? Ich fühl mich gerade wie Jihad, Digga. Wie hieß dieses Wort? Wir werden im Nebenraum ständig mit ihnen... Ich kenne dieses Wort. Das sind so Gegenstände dann von jemandem, die zur Verfügung stellen, was sie noch da hatten. Ich hab... Ah, dieses Wort ist sehr schwierig. ...in Kontakt bleiben. Ah, Requisiten hat die gesagt. Stimmt, Land. Ich habe irgendwas mit Kreativi irgendwas verstanden. Requisiten, tamam. Und alles dokumentieren. Alle Steuergelder. Tieren. Dabei ist Rebecca Michel-Kraus von ClickSafe. Maschallah, ich muss sagen, ich habe echt eine sehr, sehr schlaue und gebildete, vorzügliche Community, muss man sagen. Ein großes Lob an euch, ihr Black Dogs. Sie begleitet den Versuch als Cybergrooming-Expertin. Und Julia Lunau. Sie wird Mette Marit und Magdalena am Set emotional betreuen. Für euch ist das sehr wichtig, aber natürlich achten wir da auch in der Regie drauf. Und zwar haben wir uns Verhaltensregeln aufgestellt, die wichtig sind für diesen Dreh. Die sah aus wie so eine richtige Spießerin. Kennt ihr diese Spießerin einfach? Wir nehmen selbst keinen Kontakt auf, sondern antworten nur. Und wir antworten nur Nutzern, die angeben, volljährig zu sein. Unsere Kolleginnen sagen klar und deutlich, dass sie 12 und 13 Jahre alt sind. Es wird nicht geflirtet, verführt oder provoziert. Eindeutige sexuelle Aufforderungen beantworten wir naiv mit "Ich weiß nicht" oder "Ich bin schüchtern". Freizügigere Fotos werden nur auf mehrmaliges Drängen hin verschickt.
Wir werden bei diesem Versuch auch teilweise heimlich Ton aufnehmen. Normalerweise ist das nicht erlaubt. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Wenn in einem Gespräch eine Straftat oder die Ankündigung einer Straftat zu erwarten ist, wie zum Beispiel Missbrauch von Kindern. Wenn wir also einen erheblichen strukturellen Missstand damit belegen können, wiegt das öffentliche Interesse hier schwerer und eine Aufnahme ist vertretbar. Gleichzeitig werden wir die Persönlichkeitsrechte der mutmaßlichen Täter schützen, indem wir sie stark unkenntlich machen und ihre Stimmen von KI nachsprechen lassen. Wir sind bereit. Einmal ruhig, wir drehen jetzt. Okay, dann starte ich jetzt. Einfach Dreharbeiten wie bei Mr. Beast, Digga. Hallo. Mette Marit geht live, als 12-jährige Luisa. Sie verhält sich so, wie wir es bei Kindern in Livestreams beobachtet haben. Heftig. Ich mache ein Armband gerade. Schreibt mal alle eure, wie ihr heißt, rein auch. Ich bin Luisa. Und ich bin 12. Bei Instagram. Also könnt ihr mir gerne da auch. Hi, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Nicht böse gemeint. Hast du einen Freund? Nein. Ich bin auch erst 12. Du bist hübsch. Wie sie extra mal dieses 12 erwähnt. Interessant. Dankeschön. Und wie alt bist du? 19. Geht das? Bestimmt älter. Wollen wir reden? Der User, wir nennen ihn Malik, will zu WhatsApp wechseln. Luisa beendet den Livestream und schickt ihm ihre Nummer. Hi. Tieren Leo? Im Call kommt er schnell zur Sache. Du hast ja gesagt, du hast Geld bei, okay? Und ich habe ja auch keine Freundin so. Und ich meine so generell, ob wir so uns kennenlernen. Aber ich bin ja auch erst 12. Ist das denn okay für dich? Ist okay, generell, weißt du, okay, ich bin jetzt 19, okay? Du bist 12, okay? Ich könnte jetzt strafbar machen. Aber das Problem ist, heutzutage ist es egal. Weißt du, warum? Nee, warum? Weil, wenn man die wahre Liebe hat, ist es perfekt. Das ist so ein dreckiger, räudiger. Ich bin mir sicher, dass irgend so ein alter Sack, so ein Pedo, der dahinter steckt. Puh. Er spricht angebliche Gemeinsamkeiten an. Deine Lieblingsfarbe ist blau, meine auch. Ähnlich. Ja. Passt, cool. Du wohnst in Kiel, ich wohne in aber ich bin oft in Hamburg. Das heißt, eine Stunde entfernt. Das passt, ähnlich, weißt du? Ja. Ja, und dann gibt es noch Dinge, noch ähnlich ist, zum Beispiel, du machst jetzt Armbänder. Guck mal, wie angespannt und nervös sie ist, wie abgefuckt die ist. Guck mal ihre Hände, wie die damit so rumwühlt. Die hat gerade richtig Hass auf den Hund. Okay, früher habe ich auch Armbänder gemacht. Ja, also Armbänder, ja okay. Und quasi jetzt, was ich noch sagen werde, okay, Farbe haben wir. Und was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti Bolognese. Wallah, ich wollte gerade sagen, Spaghetti wird die sagen. Mese. Hey, wir passen wieder ähnlich, ich mag auch. Ja, ist es auch dein Lieblingsessen? Ja. Er fantasiert über ein Treffen mit der 12-jährigen Luisa. Und wenn wir uns dann treffen, was machen wir dann? Wir können kuscheln, wir können rausgehen. Luisa fragt nach seinem Wohnort. Den will er nicht preisgeben. Er befürchtet, Luisas Eltern könnten ihn anzeigen, sollte er ihr gegenüber gewalttätig werden. Und auf einmal sagst du, mein Freund hat mich geschlagen. Deine Eltern fragen dich, ey, wo hast du den Fleck? Weißt du, blauen Fleck, roten Fleck, so. Und ich kriege einen Brief und da steht da, du wirst eine Anzeige bekommen, weil du Körperverletzung gemacht hast. Er möchte Luisa weiter kennenlernen. Wir weichen aus und beenden das Telefonat. Tschüss. Tschüss, meine Süße. Das Interesse scheint jedoch nicht lange anzuhalten. Kurz nach dem Call taucht er auch bei Mia im Stream auf. Krass, derselbe. Hi, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? Das ist der schon wieder! Schon am ersten Abend werden wir schnell von Nutzern mit offenbar sexuellen Absichten angeschrieben. Das ist die Realität vieler Kinder im Netz. In einer aktuellen Umfrage gaben 22% der 12- und 13-Jährigen an, von Cybergrooming betroffen zu sein. Das ist mehr als jedes fünfte Kind in diesem Alter. Okay, dann gehen wir jetzt live. Hallo. Crazy, Alter. Crazy, ehrlich. Wie alt seid ihr alle nochmal? Ich gehe in die 7. Klasse nämlich. Am 2. Abend war dann auf jeden Fall schon mehr los im Stream. Du bist sehr süß. Ich kann deine Beine sehen, Baby. Hallo, kannst du mir deinen Arsch auf Snapchat zeigen? Und in dem Moment dachte ich, ah, okay, jetzt passieren die Dinge, die wir schon vermutet haben. Krass. Und genau in der Sekunde wurde mein Account gesperrt. Hä?
Ah, wegen minderjährig. Nach der manuellen Überprüfung als minderjährig eingestuft. Ah, wie TikTok, man darf sein Alter nicht preisgeben im Live. Wir gehen mit der Situation genauso um, wie wir es bei Kindern auf der App beobachtet haben. Wir erstellen problemlos einen neuen Account in unter 20 Minuten. Wir benutzen sogar dasselbe Profilbild. Heftig. Wir sind dann eigentlich direkt auch wieder live gegangen. Uns fällt auf, die Groomer kommen nicht nur aus Deutschland. Do you speak English? Ich kann nicht so gut Englisch sprechen, nur ein bisschen. Hello, my name is Luisa. Boah, das ist aber voll verstellt. And I'm 12 years old. She is so cute. How are you? Do you have a boyfriend? Boah, das ist so schlecht, ne, mit dem Englisch. Derselbe User schreibt auch Mia. And that cute girl again. How old are you? I'm 13. Hallo. Oh, hallo. Wir kennen uns von gestern. Wir bemerken viele User vom Abend zuvor. Dieser schreibt, er sei 20. Wir nennen ihn Serhat. Serhat? Der war sehr nett im Livestream, sind aber dann relativ spät abends auf WhatsApp rüber. Und dann war es auf einmal ganz anders. Wieso hast du kein Profilbild? Willst du mich sehen? Ja. Wo wird ein Bild gesendet? Ach. Ein Penisfoto. Zu dem Nacktbild hat er auch ein Gesichtsfoto geschickt. Kurz darauf löscht er das Penisfoto. Er hat gelöscht. Ups, sorry. Dann will er mit Mia ein Spiel spielen. Das ist aber auch so absolute HS-Hirnverbrannte Bast, dass die wirklich denken, so absolute Schwachmaten, die denken, wenn die irgendwie ihr Glied oder sonst was schicken, dass das irgendwie eine Frau beeindrucken könnte und von wegen keine so richtige Schwachmaten, die irgendeine Scheiße schicken und die denken, damit könnten die irgendwie eine Frau beeindrucken. Digga, wie behindert der. Wahrheit oder Pflicht? Auch noch so richtig schlecht, so ups, so nach dem Motto, sorry, hab ich aus Versehen geschickt, ekelhafter Peach, Alter. Wahrheit. Wenn mich eine Giftschlange beißen würde, würdest du dann meinen Penis lutschen. Er nutzt das Spiel, um Grenzen zu verschieben. Offenbar mit einem krass, Digga. Ziel, sogenannte Kinderpornografie zu erhalten. Oh. Hm, dann schick Nude. Mag ich nicht. Der einfach gerade Nacktbilder von einer 13-Jährigen will. Ich weiß es nicht. Das ist Pflicht. Ich möchte das aber nicht. Das ist das Spiel, Süße. Er versucht Mia weiter unter Druck zu setzen, schickt erneut das Penisfoto. Er schreibt. Kim, was schreibt er jetzt du? Warst du noch nie pervers? Ich bin ja erst 13. Trotzdem. Nach mehrmaligen Nein-Sagen haben wir uns dann eben auch entschieden, das vorbereitete Foto mit dem Bikini zu schicken. Hä, wer ist das? Das ist eine Puppe. Boah, du hast geilen Körper. Er fand's total gut. Also er wusste natürlich nicht, dass es ein Mann ist. Denn das Foto ist nicht mit KI, nicht mit Magdalena oder einer anderen Frau erstellt worden. Wir haben für den Versuch mehrere Fotos mit einem 30-jährigen Mann gemacht. Ah, geil! Schirr, oder hat noch so Brusthaare? Kannst du mal gucken, dass man mit dem Bikini ganz tief bin? Das Ziel, das wir damit verfolgen? Wir wollen wissen, wie weit die Täter gehen, wenn wir ihnen Fotos schicken. Gleichzeitig. Ja, hätte dir ruhig einen Mann genommen, der ein bisschen durchtrainierter wäre, der so noch so ein bisschen Brüstchen hat, weißt du, und nicht so ein Flachland. Ich wollte schon sagen, die Arme, wer hat da sich fotografieren lassen? Wer hat Köpfchengröße Alan? Sollen diese für die Täter nach dem Versuch möglichst wertlos sein? Und so wird aus einem 30-jährigen Mann. Krass. Mit Schnauzer, mit etwas Nachbearbeitung, ein 13-jähriges Kind. Serhat fordert mehr. Ich soll mal. Wir haben es ihn rausziehen. Nee, lieber nicht. Am Tag darauf schreibt er das. Let's go. Oh. Okay, interesting. Finger deine Muschi, aber schick kein Bild. Aber wenn du willst, schick.
Ey, das ist so schlimm, was die mit den Kindern machen. Hier ist unsere Grenze erreicht. Solche Inhalte verschicken wir nicht. Was sind das für Menschen, die so etwas... Eigentlich, Walla Billa, wie bei Nick Hain. Den sagen, komm da und dahin. Lass uns treffen, ich zeig dir das nur privat. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du redest das auf die dreckige Art und Weise und schickst ein paar Kennex hin, sodass der Typ das nie wieder in seinem Leben vergessen wird. Oder du machst das auf die saubere Art und Weise und du gehst mit Polizei ein und lässt ihn festnehmen, Digga. Etwas von Kindern verlangen. Wir treffen Professor Thomas Gabriel Rüdiger. Er forscht zum Thema Cybergrooming und lehrt an der Polizeihochschule Brandenburg. Ich habe richtig Bock, auch so mit einer Frau so ein Experiment zu machen, uns mit so einem Pedo zu treffen. Aber so, dass wir den dann einen Keller packen oder Wald, dass wir den aufnehmen und den dann richtig... Also Twitch, wir reden gerade natürlich über nur Fantasie, über GTA-Charaktere. Ich weiß nicht, ob ich mich damit strafbar machen würde, aber ich glaube, ich habe diesen Reiz, weil ich diesen Reiz, irgendeinen sowas anzutun. Ali, ich grüße dein Herz, danke schön für deinen Sub, Bruder. Er kennt das Vorgehen der Täter. Diese Vorstellung des klassischen alten Täters, diese gibt es. Aber es ist das, was sich nicht alleine widerspiegelt in den Statistiken. Sondern da zeigt sich, dass es sich eher verjüngt hat bei den Tatverdächtigen. Dass wir eher so über unter 30-Jährige sprechen. Und da ein großer Anteil unter 20, unter 18 sogar. Rüdiger unterscheidet zwei verschiedene Typen von Groomern. Der sogenannte Intimitätstäter nähert sich langsam dem Kind. Der möchte wirklich im Netz Vertrauen aufbauen, eine Intimität aufbauen, trifft sich mit dem Kind und hier kommt es dann zu physischem Missbrauch, wie sich vielleicht das die meisten vorstellen. Ich glaube, das ist dann natürlich bei Kindern, nehme ich mal an, noch viel einfacher wie als bei, sage ich mal, ausgewachsenen Frauen. Ihr kennt das ja bestimmt selbst. Entweder habt ihr es selbst mal erlebt oder ihr könnt euch das vorstellen, wenn ein Mann und eine Frau sich treffen beim ersten Date, bist du noch so auf Distanz, beim zweiten Date, dritten Date, ihr haltet Händchen, vierte, fünfte Date, ihr küsst euch, sechste, siebte Date, ihr kuschelt, ihr umarmt euch, ihr werdet immer intimer und habt mehr Vertrauen gegeneinander, ne? Und das ist crazy, dass ältere Männer so eine Strategie bei kleinen Kindern ausnutzen, dass sie sagen, so, ich gehe jetzt langsam an diese Sache ran, ich gewinne ihr Vertrauen und nutze dann komplett ihr Missbrauen aus und, ne? Das ist crazy, Digga. Also was für ein Plan die dahinter haben, so was ihr Ziel ist einfach. Die zweite Gruppe sind die sogenannten hypersexualisierten Täter. Die ganz schnell zum Punkt kommen, die schnell interagieren, sexualisierte Fragen stellen, die Bilder und Videos wollen, damit sie dieses Material zum Ab... Das sind diese Fuckboys, die beim ersten Date sofort sagen, Baby, komm Rückbank, Baby. ...pressen in die Hand bekommen. Das heißt nicht, dass der hypersexualisierte Täter sich nicht auch treffen würde mit einem Kind, aber das ist nicht sein vorrangiges Ziel, so wie ich das definieren würde. Diesen Tätern geht das... Und das Problem ist, ich glaube, kleine Kinder sind, ich weiß nicht, vielleicht leicht manipulierbar, die sind... Das ist sehr gefährlich, Wallah. Einfach allgemein deswegen, als Eltern, man sollte den Kindern keine Handys geben. Bei Gott. Entweder man gibt denen nur ein Handy, wo du nur telefonieren kannst, SIM-Karte, wenn was ist, Notfall, Mama, Papa anrufen oder gar kein Handy. Aber diese ganzen Handys, wo die TikTok haben, like hier, dies, das, Wallah, sollte man eigentlich nicht geben. Häufig um Macht. Denn nicht jeder Mensch, der Kinder sexuell missbraucht, ist pädophil. Studien gehen von 40-70% aus. In unserem Versuch werden Mia und Luisa mehrfach zu privaten Livestreams aufgefordert. Die sind wie ein Videoanruf mit ausgewählten Nutzern. Mia nimmt so eine Einladung an. Geh live, okay. Ich höre, wenn ich so an meine Zeit von früher denke, bei uns gab es sowas gar nicht. Alle hatten so dieses Nokia-Handy, was auch immer. Niemand konnte irgendwie Nudes verschicken. Kinder konnten nicht live gehen im Internet. Man konnte nicht irgendwie... So diese perversen Gespräche fanden nicht statt. Also klar hat man das früher vielleicht alles auf eine andere Art und Weise gemacht. Allgemein früher das Leben war anders. Das Leben hat nicht im Internet stattgefunden, sondern in der realen Welt. Aber heutzutage natürlich durch diesen Handykonsum und einfach allgemein durch den Fortschritt in dieser Welt, wie weit wir gekommen sind, die neuesten Handys und du kannst überall auf jeder Plattform live gehen, dich austauschen, dies, das. Das ist einfach alles viel einfacher geworden und gefährlicher einfach für die Kinder. Hallo? Wo bist du? Bist du da? Mia ist jetzt ganz alleine mit dem Nutzer. Sehen und hören kann sie ihn nicht, das hat er ausgestellt. Ja. Anweisungen gibt er per Chat. Okay.
Aufstehen. Ich möchte dich vollständig sehen. Sie sind sehr schön. Wow. Danke sehr. Wie alt bist du? Ich bin 13. Kannst du dein Hemd hochziehen? Ich möchte, dass meine Milch rauskommt. Und dann reden wir über etwas anderes. Sie können Ihre Hand zwischen Ihre Beine legen und dort berühren. Und das will ich nicht machen. Versuch es. Er fordert Mia offen dazu auf, sogenannte Kinderpornografie zu erstellen. Krass. Gut, die das aber auch spielt, ne? Krass. Damit macht er sich mutmaßlich strafbar. Wir fragen erneut nach dem Alter. Ich bin 15. Dann müssen wir aufhören. Beenden. Immer wieder müssen wir abbrechen, wegen Minderjährigkeit. Manche erwachsene Täter geben sich allerdings selbst als Minderjährige aus. Das zeigen auch einschlägige Urteile, die uns vorliegen. In einem der Fälle geht es um eine 12-Jährige. Wir nennen sie Greta. Sie lernt auf Likey ein scheinbar gleichaltriges Mädchen kennen. Ihr Name... Natürlich war der nicht 15. ...ist angeblich Zoe. Zoe gibt vor, lesbisch und Single zu sein. Sie sagt, sie habe sich in Greta verliebt. Die Mädchen tauschen Handynummern aus und schreiben sich nun über WhatsApp. Bald schlägt Zoe vor, sich gegenseitig Nacktfotos zu schicken. In einer Beziehung sei so etwas normal. Und da steckt ein Typ dahinter. Wie schlau, der elende Hund. Zoe macht den Anfang mit einem Bild. Angeblich von sich selbst. Daraufhin verschickt auch Greta Fotos von sich, unter anderem von ihrer nackten Brust. Doch Zoe fordert mehr. Greta soll sich Gegenstände einführen. Sie macht es und schickt ein Video davon. Halt's Maul. Es wird noch viel schlimmer werden. Was Greta nicht weiß, Zoe ist kein 13-jähriges Mädchen, sondern ein Mann Anfang 20. Boah, diese raffinierten Bastard. Boah. Und Greta ist nicht sein einziges Opfer. In 39 Fällen wird der Mann 2023 wegen Erstellens von kinderpornografischen Inhalten und teils schwerem sexuellen Missbrauch zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. 6,5 Jahre? Und wenn ein Typ seine Steuern nicht zahlt, kriegt er 10 Jahre, aber da konnte man warte. Aber da konnte man warte, Alter. 6,5 Jahre für was, ihr Peach, Alter? Für was? Für was? Der zerstört Kinderleben, Digga. Mit unzähligen Kindern hat er das gemacht. Der wäre sogar bereit, Kinder zu vergewaltigen, missbrauchen, was auch immer, Digga. Ja, man muss davon einfach ausgehen, Digga. Wallah, einsperren, lebenslänglich, Digga. Deutlich, wozu ein Täter Kinder bringen kann, weil diese noch gar kein Bewusstsein über ihr Sexualverhalten haben und naiv Anweisungen folgen. Wallah, ich verstehe Deutschland nicht, ne? Wallah, billah, ich verstehe Deutschland nicht, ja? Wie die bei so Kindersachen und mit hier und Pedos und das immer nur so paar Jahre und Bewährung und hier und gemeinnützliche Arbeit und aber bloß nicht deine Steuern vergessen zu zahlen. Aber bloß nicht dies und das machen, aber bloß nicht, weißt du? Der Täter hat Greta sogar so weit manipuliert, dass sie ihren eigenen einjährigen Bruder schwer... Ja, warte, als ob er sich anders verhalten würde, wenn er wieder raus ist. Die sind gleich, safe, immer. Einmal Täter, immer Täter. ...sexuell missbraucht hat und Videos davon an den Verurteilten geschickt hat. Das Urteil zeigt außerdem, die Täter können Kinder schwer sexuell missbrauchen, ohne sie jemals zu treffen. Ein Großteil der sogenannten Kinderpornografie, die in Darknet-Foren getauscht wird, sind inzwischen derartige, selbst erstellte Aufnahmen von Kindern. Manche davon stammen offenbar aus Likey. Im Darknet unterhalten sich Pädokriminelle über die Aufnahmen der Kinder. Ich schwöre, ich kriege immer mehr und mehr den Reiz dazu, so einen Account zu machen, einen zu erwischen, mit denen zu treffen und den richtig zu packen und den Ball zu schleppen. Ich kriege richtig einen Reiz dazu, Wallah. Irgendeiner wird diese ganze Wut abkriegen von mir. Hier. Sie hatte einen guten Likey-Account. Ich habe alle ihre Videos. Sie tauschen sich darüber aus, Kinder mit Geld und Guthaben für Online-Spiele zum Missbrauch zu manipulieren. Kleine Mädchen lutschen Schwänze für Roblox. Auch auf Likey werden offenbar Missbrauchsdarstellungen angeboten. CP steht für Child Porn, also sogenannte Kinderpornografie. Auf Likey scheint sich regelrecht ein Markt für Kindesmissbrauch gebildet zu haben. Kindern wird hier öffentlich Geld oder Spieleguthaben geboten, wenn sie sich nackt zeigen oder sich missbrauchen lassen. Ich gebe dir 50 Euro für deine Muschel zu lecken. Es tut nicht weh, es tut dir gut und es wird dir gefallen. Dieser Nutzer bietet Mädchen ab 10 Jahren Roblox-Spieleguthaben für explizite Bilder an. Boah, wie verstörend das ist, Chat. Bei Gott, wie verstörend das ist. Boah, ich ekel mich. Wallah, billah, ich krieg grad so Ekel. Wir sehen Kinder, die auf solche Angebote eingehen oder sich sogar selbst anbieten. Solches Material fließt ab ins Darknet, wie Forenauszüge zeigen.
Am dritten Abend nehmen wir zum ersten Mal sogenannte Kämpfe an. Dabei tritt man im Livestream gegen einen anderen Nutzer an. Die Zuschauer können voten. Geht doch zu euren Eltern. Fragt doch noch ein bisschen Geld. Erzählt denn doch so und so, dass es passiert. Bitte, ich will Geld. Ich will nicht so und so was Dummes machen. Warum macht ihr sowas, ja? Hallo. Ich bin 12. Wallah, bitte zeig doch sein Gesicht. Bitte zeig doch sein Gesicht, damit die ganze Welt sehen kann, was ein ekliger Typ dahinter steckt. Damit der Gesicht bei seiner Familie, in seiner Stadt überall verliert. Hallo? Und dann habe ich entdeckt, wie er da mit der Hand unten am Schritt schon irgendwie zugange war. Der Mann masturbiert vor der 12-jährigen Luisa. Da ist mir erst bewusst geworden, dass ja gerade nicht nur ich mit ihm da war, sondern dass ja 100 Leute oder so in dem Stream sind, die das gerade auch gesehen haben. Das war scheinbar für die Leute total normal, dass da sowas passiert. Das ist nicht der einzige Mann an diesem Abend. Was ist das für eine App? Ich verstehe das aber nicht. Wie kann denn auf dieser App so etwas legal sein? Also, wie wird denn sowas nicht gesperrt? Und der öffentlich masturbieren wird. Wir nehmen weitere Kämpfe an. Dieser User ist kurz hintereinander bei Mia und Luisa live. Hallo. What is your name? Hier ist Peter. Kick den alten Mann mal raus. Da hat man schon gemerkt, der ist bekannt auf der App, der macht das öfter. Oh my gosh, not him again. He is a pedo. Der zeigt sich immer nackt. Das hat mich gewundert, dass teilweise Leute dann so geswitcht haben, weil die eben 5 Minuten vorher im Chat selber noch geschrieben haben, oh, Prinzessin, du bist so süß, hast du einen Freund? Also so Sachen, die ja in die gleiche Richtung gehen, aber dann so getan haben, als würden sie mich jetzt vor dem anderen beschützen. Dann macht er bei beiden das Gleiche. What do you do? Ist das Sperma? Ist da keiner, der das irgendwie gescreen-recorded hat und irgendwie hochgeladen hat? Von den anderen Usern? Da ist ja keiner, der seine Zunge in die Kamera streckt, da wahrscheinlich 70 ist, irgend so ein Peach, Digga. Ey, wie gestört sind diese Leute? Die machen das auch noch vor den Menschen. Öffentlich. Ey, wie? Da muss doch selbst die Polizei eingreifen und sagen, so, wir nehmen jetzt, ne? Anzeige auf und hier suchen diesen Typen und machen hier Ermittlungen. How old are you? I'm 12. Ich bin 13. Was machst du da? Und dann hat er die Kamera immer tiefer gezeigt, bis man die Handbewegungen gesehen hat. Und es haben über 100 Leute haben zugesehen. Über 100 Leute haben zugesehen, wie so ein Mann sich einen runterholt, während ein kleines Mädchen zusieht. Ich versuche ihn rauszumachen. Ich habe ihn nicht rauskicken können aus dem Stream. Ich musste den Stream beenden, weil das irgendwie nicht funktioniert hat, nur ihn zu entfernen. Und dann habe ich einen neuen Stream gestartet. Bei Likey ist es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, den anderen Nutzer aus einem Livestream-Kampf zu entfernen. Dieser Nutzer versucht noch mehrmals, uns zu einem Kampf einzuladen. Wir gehen nicht mehr darauf ein. Wir bemerken in Mias Livestream einen Nutzer, der ihr auffallend viele Geschenke schickt, in Form von Rosen. Sie sind sehr schön. Wenige Tage später will er auf Instagram weiterschreiben. Hast du einen Freund? Nein, ich bin 13. Aber bitte leg doch einfach mal deren Gesichter, deren Accounts, was auch immer. Ich will dich jetzt wirklich nackt haben. Nee, ich mach sowas nicht. Willst du mein Nacktbild? Nee. Er schickt es trotzdem. Hey, warum sind Männer so? Die sagt doch nee, du Spasti, Alter. Ein Penisfoto mit Gesicht. Obwohl sie nein sagt und er davon ausgehen muss, dass er mit einer 13-Jährigen schreibt. Er will sie sogar treffen. Auffällig, er tritt anscheinend unter Klarnamen auf, nennt sein Alter und seinen Wohnort. Auf seinem Profil können wir sogar ein Autokennzeichen erkennen. Dieses Verhalten kennt Professor Rüdiger. Die Täter würden sich im Internet sehr sicher fühlen. Ja, aufgewachsen sind,
Wir haben nur sehr wenig Anzeigen, aber die Aufklärungsquote ist hoch, die liegt so bei über 80%. Das deutet für mich zum Beispiel darauf hin, dass die Täter und Täterinnen eine geringe Angst vor Strafverfolgung haben, weil die Wahrscheinlichkeit, angezeigt zu werden, auch gering ist. Und dementsprechend müssen sie nicht allzu viele Schutzmaßnahmen machen. Also schon wenn es über WhatsApp geht, braucht man ja eine Handynummer. Eine Handynummer ist jetzt kein, muss man jetzt kein ganz krasser Ermittler sein, um über eine Handynummer an irgendjemanden heranzukommen oder Beweismittel oder Spuren. Das Dunkelfeld sei riesig, sagt Rüdiger. Dabei sei das Problem lange bekannt. Alles, was ich kenne, deutet darauf hin, dass mindestens ein bis zwei Generationen an jungen Menschen mit diesem Phänomen bereits herangewachsen sind. Für die das Normalität war, zum Beispiel mit sogenannten Creepy-Typen im Netz zu schreiben. Und das war ein Problem der letzten 10 bis 20 Jahre. Wir haben hier die Kinder eigentlich in die offene Klinge reinrennen lassen. Und die Sicherheitsbehörden haben hierfür keine Strategien entwickelt. Er drängt darauf, eine Möglichkeit für Kinder zu schaffen, direkt im Netz mit der Polizei in Kontakt zu treten, wie eine Online-Wache für Kinder. Dafür brauche es mehr Polizeipräsenz im Internet. Ich bin mit dem Top noch nicht fertig. Ich zeig's euch mal. Später, am dritten Abend, werden die Kommentare noch mal deutlich härter. Diesmal... Zeig mal deine geile Hose. Meine Hose? Ich habe so eine graue Leggings an. Du willst den Schwanz sehen. Zeig jetzt deine Titten. Würdest du dein Oberteil noch weiter aufmachen? Warum? Mir ist ein bisschen kalt. Ich will das nicht. Schade, das würden viele hier besser finden. Dann gab es noch den Schlimmsten. Und das war dann fast der letzte am dritten Tag, wo es dann eigentlich auch schon hieß, so, wir hören jetzt langsam auf, wir beenden jetzt den Chat. Ich habe aber noch meinte, da schreibt gerade noch einer. Gerade ins Bett gelegt, nachdem ich auf dem Sofa eingepennt bin. Warum bist du auf dem Sofa eingeschlafen? Die Nachricht klingt erst einmal harmlos. Dahinter steckt aber ein System, das bereits wissenschaftlich erforscht ist. Die Täter gehen bei Cybergrooming nämlich häufig 5 Stufen. Das Ziel, sexueller Missbrauch. Stufe 1, der Freundschaftsaufbau. Wollte ich gerade sagen. Der weiß bestimmt, hier sind so viele perverse Leute. Damit die nicht sofort von mir abgeneigt ist, versuche ich erstmal die Sache ruhig anzugehen und schreibe harmlose Dinge und dann immer schlimmer, 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 100% so. Der Täter sucht sein Opfer aus. Wir nennen ihn Sascha. Ich bin 25. Und selbst? Ich bin 13. Sind deine Eltern wohl getrennt, oder wie? Meine Eltern, also die sind noch nicht so richtig getrennt, aber die streiten auch jetzt noch öfter. Und deswegen ist mein Papa ist meistens nicht hier, sondern woanders. Ich habe auch mehrmals im Livestream erwähnt, dass Mias Eltern sozusagen Probleme haben und darauf ist er total angesprungen. Kinder mit familiären Schwierigkeiten sind beim Cybergrooming besonders gefährdet. Krass. Auch Sascha wird Mia oft nach Problemen mit ihren Eltern fragen. Was arbeitest du? Was ich arbeite, will ich hier nicht sagen in der Öffentlichkeit. Er schickt Mia eine Privatnachricht. Oh. Oh mein Gott. Oh. Nee, ne? Oh Gott. Ich habe nur die ersten 2 Zeilen gelesen. Ah, ich hatte jetzt ein Bild. Boah, Alter, was denn? Lest doch vor, Mann. So, hey. Also, ich bin Erzieher in einem Kinderhort. Ich denke, du weißt, was das ist, oder? Wir gucken uns an, wie mir auf Likey folgt. Ah, ja. Oh, das sind viele kleine Mädchen. Bruder. Bei Gott, sofort Polizei einschalten. So eine Arbeit ist auch noch. Ey, Walla, sofort. Walla, sofort muss Polizei dran. Also das sind selber absolute Dummköpfe, wenn die keine Polizei einschalten. Gott. Hier, Turnen. Also wenn die Hauptsache hier nur ihr Video dreht, aber nicht die Polizei einschalten und dann nicht aggressiv gegen vorgehen, ne? Wallah, schwach. Brauche ich dir nicht zu sagen, dass wir jederzeit reden können, wenn du was brauchst, ja? Auch um fast 3 Uhr nachts, so wie jetzt heute. Zu wissen, dass der sich versucht, mir anzunähern und richtig versucht, irgendwie mir Sicherheit zu geben und zu wissen, dass er mit Kindern arbeitet, belastet mich bis jetzt sehr. Und deswegen wäre es vielleicht auch gut, dann noch ein bisschen dran zu bleiben und zu schauen, was... Und dann wundert ihr euch, warum Eltern ihre Kinder nicht in den Kindergarten schicken wollen. Vorschule, dies, das. Vor allem, wenn man Töchter hat,
dass man nicht will, dass ein Mann ihre Windel wechselt, dass ein Mann sich um sie kümmert, dass ein Mann irgendwie mit ihr in Kontakt ist. Bei Gott, Digga, Walla. Deutschland, Bruder, sorry, aber hier gibt es so viele kranke Leute, klar, auch in vielen anderen Ländern, aber das ist voll verständlich. Vor allem in Kindergärten und hier, Vorschule, dies und das, man weiß gar nicht, wie viele Pedos da rumlaufen, Digga, und die heimlich irgendwas mit den Kindern machen. Walla, man weiß gar nicht, was hier alles abgeht, Digga. Ehrlich? Was wir aus dem Nachhaus finden können. Das werden wir. Der Livestream-Versuch ist hier aber vorerst beendet. Hallo. Na? So. Intensiv gewesen nochmal jetzt, oder? Mit Boah, das ist am Schluss. Boah. Dass der Erzieher ist, gibt mir den Rest. In nicht mal 15 Stunden Livestreams und einigen privaten Chats und Calls haben wir die volle Bandbreite an Cybergrooming erlebt. Alle Tätertypen und Unmengen an mutmaßlich verwirklichten Straftatbeständen. Kindesmissbrauch ohne Körperkontakt, wie öffentliches Masturbieren vor Kindern, ungefragtes Schicken von Penisfotos oder auch die Aufforderung, sich als Kind selbst zu befriedigen. Anstiftung zum Erstellen sogenannter kinderpornografischer Inhalte. Vorbereitung von Kindesmissbrauch, wie das Fragen nach einem Treffen mit sexuellen Absichten. Nach dem Livestream-Versuch übergibt Magdalena das Handy an mich. Ich werde ab jetzt weiter mit dem Erzieher schreiben und Mia spielen. Das, was wir in unserem Versuch gemacht haben, dürfen auch die Ermittlungsbehörden. Sie können so als Scheinkinder die Täter überführen. Das Gesetz wurde dafür 2020 entsprechend angepasst. Die Politik wollte damit Cybergrooming stärker bekämpfen. Die damaligen Koalitionspartner im Deutschen Bundestag. Mit dem Gesetzentwurf, um den es geht, wollen wir das Cybergrooming noch besser und wirksamer bestrafen. Wir haben einen gewaltigen Schritt nach vorne getan, wenn es darum geht, für mehr Schutz von Kindern im Internet zu sorgen. Und dass wir auch neue Ermittlungsinstrumente entwickelt haben. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel in der Rechtspolitik. Wie oft wurden seitdem Scheinkind-Operationen durchgeführt? Wir fragen bundesweit bei Ministerien und Landeskriminalämtern an. Nur Baden-Württemberg und Hessen haben demnach anlassunabhängig Scheinkind-Operationen durchgeführt. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben nach eigenen Angaben anlassabhängige Operationen gemacht. 10 Bundesländer haben angegeben, dass sie bislang keine Scheinkind-Operationen durchgeführt haben. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wollten darüber keine Auskunft geben. Das Bundeskriminalamt teilt uns mit, dass sie Scheinkind-Operationen durchgeführt haben. Wow. Wir erzählen Professor Rüdiger, der an der Polizeihochschule Brandenburg lehrt, Antonio Rüdiger, von unseren Ergebnissen. Tatsächlich ist es so, dass uns einige zurückgemeldet haben, dass sie solche Scheinkindoperationen noch nie durchgeführt haben, beziehungsweise aktuell nicht durchführen. Wie sehen Sie das? Meiner Meinung nach ist eigentlich ganz klar, wir haben 320.000 Beamte im Land, laut Statistischen Bundesamt in Deutschland. Da muss es möglich sein, rund um die Uhr im Netz aktiv zu sein und solche Operationen durchzuführen. Stellen Sie sich mal einen Spielplatz vor, wo immer wieder darüber berichtet wird, dass dort Kinder entsprechend angesprochen werden. Was meinen Sie, wie lange es da dauert, bis die Politik und bis auch Sicherheitsbehörden dort aktiv werden? Vermutlich keinen Tag. Und dann wird das vermutlich rund um die Uhr beobachtet, überwacht, man geht rein. Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem Netz, ist genau dieselbe Konstellation, nur dass das da dann nicht passiert. Und das ist halt, wie man heraushören kann, für mich ist schwierig. Seit 15 Jahren mache ich das und wünsche mir das eigentlich seit 15 Jahren. 2023 wurden durch Scheinkindversuche 164 Tatverdächtige ermittelt. Wieso machen das die Ermittlungsbehörden nur vereinzelt? Immerhin wurde das Gesetz dafür angepasst. Tina Kriegeskorte ist Kriminalhauptkommissarin beim BKA und zuständig für den Tatbestand sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Sie kennt die möglichen Folgen des sexuellen Missbrauchs ohne Körperkontakt. Ganz lange auf ein Kind einwirken, bis jetzt tatsächlich. Es können genau die gleichen schweren Traumatisierungen für ein Kind sein, als wenn es körperlich missbraucht wurde. Wir zeigen ihr Ausschnitte aus der Likey-App und von unserem Versuch, in denen genau das angebahnt wird. Das ist bekannt, dass das da passiert, aber eben auch ähnlich wie in anderen Plattformen. Wie kann das denn sein, dass das bekannt ist, also auch in deutschen Ermittlungsbehörden, dass das dort Kindern aus Deutschland passiert, aber das nicht unterbunden wird? Hat die geweint oder was? Wird. Cry me a river! Es kann in dem Sinne nur unterbunden werden, wenn wir es mitbekommen. Also das heißt, wenn ein Fall zur Anzeige gebracht wird. Man muss sich ja nur die App runterladen und stößt auf diese Posts, in denen das passiert. Warum ist da nicht zum Beispiel das BKA und guckt sich das an und ermittelt dann, ohne dass es jetzt eine Anzeige gibt? Die Möglichkeit ist gegeben, es wird auch gemacht, aber das BKA und auch die Polizei können nicht das komplette Netz jederzeit durchsuchen. Das können wir nicht leisten, das geht personell nicht, das geht von der Zeit her nicht, das ist nicht möglich. Ja, wo fließen unsere Steuern sonst hin? Weiß keiner, ne? Also das heißt, man muss
damit leben, dass das dort so öffentlich passiert. Das ist leider richtig, ja. Leider richtig, ja. Wie viel Personal bräuchte es denn eigentlich, um sowas zeitnah auch bearbeiten zu können? Die Pressesprecherin unterbricht das Interview. Das BKA will diese Frage nicht beantworten. Krass, krass. Verlogene Welt, verlogenes System. Täter sollen nicht abschätzen können, wie hoch das Risiko ist, erwischt zu werden. Ah, deswegen. Es ist ja immer wichtig, dass die Täter wissen, es ist kein rechtsfreier Raum, wo sie sich bewegen. Und es gibt die Möglichkeiten, dass dagegen vorgegangen wird. Und Täter sollen sich nicht in Sicherheit wiegen, dass die Polizei da kein Auge drauf hat. Dann ist gut, okay, verstehe. Die wollte dem Täter nicht noch mehr Infos geben, ne? Gut gemacht. Wenn man in die App guckt, wirkt das halt anders. Oder wie würden Sie das sehen? Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Das BKA setzt auf Prävention und Aufklärung von Kindern. Und sie befriedigen sich und stellen das ein. Die mit der Cappy ist sowieso die heftigste, Digga. Die ist einfach 2012, Schlurferzett, Netlook zeigt, Digga, einfach zurückgereist. Die müssen sich bewusst sein, dass da eben diese Gefahren lauern. Also. Hier, Digga. Wurde original 2012, Schlurferzett, sah jeder so aus. Mit dieser Cappy nach hinten. Wie hieß das nochmal damals? Swag, YOLO. Kinder brauchen ASAP. Internetkompetenz. Kinder müssen früh herangeführt werden. Kinder müssen auch von den Eltern begleitet werden. Dafür hat das BKA dieses Jahr eine Social-Media-Kampagne veröffentlicht. Darin soll Kindern und Jugendlichen vermittelt werden, dass sie keine Nacktfotos verschicken sollen. Ist dir das eine Straftat wert? Don't send it. Dann verstehe ich die Aussage nicht ganz. Ist dir das eine Straftat wert? Weil es ja so wirkt, wie als würde sich jetzt das Kind strafen. Nein, es geht auch darum, die Gefahr, was dann eben mit diesen Bildern dann passieren kann. Also sowas kann dann ja auch in irgendwelchen Klassenchats oder sowas sein. Dann wird die Mutter oder die Lehrer irgendwie kümmern sich darum, laden sich das Bilder dann runter und dann machen die sich strafbar. Aber die Straftat liegt ja dann eigentlich nicht bei dem Kind, sondern bei der Person am anderen Ende, oder? Richtig, genau. Weil so weit geht das Video ja dann gar nicht. Nee, wir mussten uns, also es ist halt so, gerade wenn wir die Zielgruppe erreichen wollen mit so einem Präventionsreel, dann muss es relativ kurz und knackig sein. Extrem Inhalte, das wurde auch im Urteil nochmal. Wir treffen die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus. Auch ihr zeigen wir die Likey-App und Ausschnitte aus unserem Versuch. Was sind Ihre Gedanken zu dem, was wir jetzt noch gerade gesehen haben? Bruder, ich sag dir ehrlich, alles ist so voll okay. Kamera, professionell, Equipment, dies, das, SDGF, Funk, ZDF, alle so kommen da an, machen so einen Termin und Bruder, da sitzt da jemand vor dir, Löcher in der Nase hat, an den Ohren, bis zum geht nicht mehr. Dieser Style, ist jetzt nicht böse gemeint, klar, so ist alles, jeder kann so, wie er will, aber ich würde mir irgendwie so blöd vorkommen, ich hab denn alles professionell ist und jemand vor mir ist. Aus der Schüler-VZ-Zeit in die Zukunft gereist, Digga. Das ist absolut erschreckend, auch wenn es für mich in meinem Amt nicht per se neu ist. Wir machen uns nicht klar, dass... Aber das ist ja nur Nebensache, Digga. Es geht ja hier um was ganz anderes. Der digitale Raum etwas ist, wo jede soziale Kontrolle fehlt. Medienpädagogik ist gut und wichtig. Prävention ist gut und wichtig. Aber wenn ein Kind solche Dinge dennoch erlebt, dann liegt die Schuld nicht beim Kind oder beim Jugendlichen, weil es sich nicht genug geschützt hat, sondern dann liegt die Verantwortung bei uns, weil wir keinen sicheren Raum, keine sichere Welt im Digitalen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen. Okay. Aber dennoch liegt die Schuld bei dem Typen, sprich der Pedo, der die Kinder anschreibt und solche Sachen verlangt. Natürlich liegt die Schuld auch bei ihm. Und insofern müssen wir als Gesellschaft in der Politik mehr Verantwortung für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum übernehmen. Sie selbst kann keine politischen Entscheidungen treffen. Sie wollte. Naja, wenn man das jetzt streng betrachtet, Chat, ihr sagt Schuld auch bei den Eltern. Die Schuld kann ja dann überliegen. Ne? Die Schuld liegt dann bei den Eltern, weil sie nicht genug ihre Kinder kontrollieren. Die Schuld liegt an der Regierung, die nicht genügend Schutz im Internet bieten. Die Schuld liegt bei diesen ganzen Pedos, dann liegt die Schuld überall, weißt du, was ich meine? An erster Stelle
liegt die Schuld nur bei diesen Pedos, weil die einfach so ekelhaft sind und die ganze Welt versauen mit ihren Fantasien und so weiter. Schuld an iPhone an der Stelle, ja. Aber klar, so Teilschuld kann man immer haben, aber an erster Linie haben diese Pedos die Schuld. Ich wolle das Thema aber weiter an die Politik herantragen. Dafür brauche es laut Klaus noch mehr Zahlen zu Cybergrooming. Unter Neunklässlern soll dafür eine Umfrage durchgeführt werden, im Jahr 2027. Seit dem Projekt bin ich in Kontakt mit dem Erzieher. Ich schreibe jetzt einfach weiter mit dem, meistens jede Nacht so bis 1-2 Uhr. Und ja, er hat jetzt angefangen, in eine sehr eindeutige Richtung zu gehen. Nach dem Freundschaftsaufbau beginnt Stufe 2 des 5-Stufen-Modells der Groomer, der Beziehungsaufbau. Der Täter baut eine Bindung zum Opfer auf. Weißt du, am Anfang war es nur dein Aussehen, was ich süß fand, weil ich dich gar nicht kannte. Aber nach heute glaube ich, dass du ein ganz toller Mensch bist, auch in deinem Herzen. Schließlich will er auf WhatsApp wechseln, um Bilder zu schicken. Das geht auf Likey nicht. Hello. Er schickt mehrere Bilder von sich. Und fordert auch welche zurück. Wir schicken ihm ein bearbeitetes Bild, auf dem Magdalena wie ein Kind aussieht. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ich mag gerade rosa und blau. Ich liebe blau. Und auch das Lieblingsessen ist Thema. Beide mögen Pizza. Warum haben wir wieder eine Gemeinsamkeit? Weil wir zusammengehören. Krasse Typ ist schlau. Guck mal, wer die umwickeln will. Eine bekannte Grooming-Strategie. Angebliche Gemeinsamkeiten betonen. Immer wieder scheint Sascha zu prüfen, wie groß das Risiko ist, dass Mias Eltern oder Freunde von ihm erfahren. Damit sind wir im 5-Stufen-Modell des Cybergroomings bei Stufe 3. Risikoabwägung. Er zeichnet sogar einen Grundriss von Mias Wohnung. Er will genau wissen, wie weit das Schlafzimmer der Mutter von ihrem Kinderzimmer entfernt ist. Auch um seine Arbeit im Kinderhort geht es. Und er erzählt, wie er dort Grenzen überschreitet. Er berichtet von einer 12-Jährigen. Ich habe einmal versucht, mit ihr zu flirten. Er schreibt Mia, dass er das eigentlich nicht darf, aber... Bei dir wäre es anders, weil ich nicht mit dir arbeite. Warum? Ja, weil ich nicht mit dir arbeite. Also du bist kein Kind aus unserem Hort. Krass, der Typ ist das aus dem Hort. Boah, dieser kleine... Boah. Beginnt die 4. Stufe, Exklusivität. Es geht darum, das Kind an sich zu binden und um starke Gefühle. Also ich glaube, du magst mich auch. Gerade einmal eine Woche nach dem ersten Kontakt dann das. Wahrscheinlich habe ich mich in dich verliebt, ja. Wollen wir den verbotenen Weg zusammengehen? Hand in Hand und so? Mia wird seine Gefühle nie erwidern. Und so eine arbeitet mit Kindern, ne? Sascha fantasiert darüber, wie er mit der 13-Jährigen im Bett liegt. Das ist Teil der 5. und letzten Stufe, der sexuelle Missbrauch. Du und ich am Kuscheln, auf deinem Bett, Sofa. Und dann knutsche ich dich auf die Stirn, ganz sanft. Die sexuellen Fantasien werden häufiger und extremer. Es ist jetzt 22.45 Uhr und ich schreibe immer noch mit dem Erzieher. Und ich glaube, dass heute jetzt, es sehr explizit wird. Aber wenn ich fragen darf, hast du schon mal selbst, du weißt schon, alleine probiert? Was alleine probiert? Naja, dich da unten angefasst. Nee, habe ich nicht. Weil hättest du gesagt, du hast schon mal probiert. Hätte ich dir gesagt, dass Sex eigentlich so ähnlich ist. Nur eben zu zweit und nochmal viel intensiver, als wenn man das halt alleine macht. Wenn ich mit dir Sex haben wollen würde, dann müsste ich warten, bis du 14 bist. Ist eh alles Quatsch, weil am Ende, wer soll das alles beweisen? Dann fragt er nach ihrer Unterhose und wird sie fast eine Stunde lang drängen, bis früh morgens. Welche Farbe hast du gerade an? Falls du gerade überhaupt eine anhast. Ja, weiß nicht mehr, was ich für eine anhab. Ja, einfach Hose kurz runter, nachschauen, fertig. Nee, lieber nicht. Du machst das jetzt einfach, ohne weiter drüber nachdenken und fertig. 3, 2, 1, los. Mia gibt vor, es... Boah, Digga, der Typ, der spielt Spielchen. Der ist die am Therapieren, ne? Unglaublich. Zu tun. Der weiß ganz genau, was der macht. Und sagt ihm, dass sie sich damit komisch fühlt. Er möchte sie schließlich treffen, sucht schon nach Fernbus-Tickets. Doch davor will er einmal mit ihr sprechen. Wir verabreden uns mit ihm zu einem Videocall.
Wir sind mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser verabredet. Unser Versuch verdeutlicht, Kinder sind Groomern im Internet ausgeliefert. Was macht die Politik dagegen? Hey, der sieht ein bisschen stramm aus, die Frau Lan. Wallah, der gibt mir ein bisschen Sicherheit. Die sollten einspenden und... Yalla, Cousine! Ich würde Ihnen gerne Ausschnitte aus unserer Recherche zeigen und auch von diesem Scheinkindversuch. Mhm. Das sind auch explizitere Inhalte. Ist es für Sie okay, sich das anzuschauen? Das ist für mich okay. Okay, hier startet es, genau. Wie alt bist du? Ich bin 12. Das war ein öffentlicher Livestream. Mhm. Ja, widerlich. Wie bewerten widerlich, knallhart. Sie das? Es ist widerliche Form der Kriminalität. Es hat rasant zugenommen, leider. Das heißt, wir brauchen ein Bündel von Maßnahmen. Es fängt an bei Prävention, in Schule, durch Eltern. Aber ich brauche auch eine Form, die Täter zu ermitteln. Deswegen ist für mich zum Beispiel die IP-Adressenspeicherung so wichtig, um genau diese Täter ermitteln zu können. Um die Vorratsdatenspeicherung gibt es viele Diskussionen. Es gibt auch noch andere Ideen in der Politik. Diese sind in Deutschland aber bisher noch nicht umgesetzt worden. War Ihnen das denn bekannt, dass das so offen passiert? Also, dass wir mit Cybergrooming ein Riesenproblem haben, einen Riesenzuwachs, das ist mir natürlich bekannt. Deswegen kümmern wir uns ja auch darum, sind da auch stark unterwegs. Aber das in diesem Fall mit der einzelnen App nicht. Es gibt ja schon Instrumente, trotzdem sehen wir das ja auch so offen. Wie erklären Sie sich das? Für mich ist das nicht erklärbar. Also deswegen werde ich dem jetzt auch nachgehen, warum solche Apps dann nicht verboten werden und werde mich darum kümmern. Haben Sie da Möglichkeiten, so eine App zu verbieten? Das müssen wir prüfen, ob das geht, inwiefern sich die Betreiber einer solchen App die Inhalte zu eigen machen, inwiefern sie ihren Schutzvorkehrungen für Kinder und Jugendlichen gerecht werden. Da müssen wir einfach schauen, dass wir das hinbekommen. Die Hürden für ein App-Verbot sind hoch. Das Innenministerium... Boah, ich sag euch ehrlich, da müsste man so einige Apps verbieten, Digga. Vor allem auch TikTok. Wie viele Kinder, Jugendliche da immer in den Lives drin sind. In den Duschen als Strafen sich duschen und hier und da ihren Körper zeigen und wie viel da alles passiert, also wie viele Kinder da einmal halbnackt vor der Kamera tanzen, da müsste man so einige Apps sperren lassen. Verweist uns später an andere Stellen. Die zuständige Landesmedienanstalt NRW stellt in... Aber diese Like an allererster Stelle. Folge unserer Anfrage, Likey unter Beobachtung. Nachdem wir jetzt länger mit Sascha geschrieben haben, wollen wir wissen, ob er wirklich der Erzieher ist, der er vorgibt zu sein. Also es ist irgendwie so eine Spieleseite, wo er sich angemeldet hat. Mit seinem richtigen Namen. Mit seinem richtigen Namen. Wenn wir den jetzt googeln, kommst du auf eine Seite. Wow, wo und da steht auch gleich, dass er ja, mit Kindern arbeitet. Das scheint zu stimmen. Also auf Facebook habe ich ihn sehr schnell gefunden. Sieht eigentlich total nett aus. Es könnte aber auch... Bitte, Wallah, bitte sagt mir, ihr habt den angezeigt. Ich beleidige euch sonst von oben bis unten. Ich mach euch, ey, Alter, bitte sagt mir, dass ihr den angezeigt habt. Auch jemand die Identität dieses Erziehers gestohlen haben. Wir wollen sicher gehen. Nun wollte er ja mit mir einen Videocall machen. Das haben wir ja noch nicht gemacht und das wäre so der abschließende Beweis, dass es dann auch sich um die Person handelt. Wir bauen das Kinderzimmer nochmal auf. Treffen mit Polizei dahin, treffen! 12 Tage nach Magdalenas letztem Livestream verwandelt sie sich nochmal in die 13-jährige Mia. Wir wollen Sascha in dem Call auch auf grenzüberschreitende Situationen aus den Chats ansprechen. Okay, Leute. Hallo. Hallo. Bist du etwas schüchtern, kann es sein? Ich höre dich aus wie ein böser Mensch, wie ein gemeiner Mensch. Ich bin die ganze Zeit nur am Grinsen. Ich kann gar nicht böse sein. Und wie alt bist du jetzt nochmal? Wie jetzt? Oder was? 26. 26. Also doppelt so alt wie die 13-jährige Mia. Nach unseren Recherchen müsste er aber schon über 30 sein. Mia spricht ihn auf das Kind an, mit dem Sascha bei der Arbeit geflirtet haben will. Als ich halt da angefangen habe zu arbeiten, war Claire 11. Denkst du, die war dann auch so verliebt in dich, so wie du in sie? Ich denke schon, ja. Ich glaube, die wusste gar nicht so wirklich, was halt mit ihr passiert. Ich habe es halt gemerkt, die Kollegen haben es halt auch gemerkt. Die kamen auch so zu mir und haben gemerkt, boah, schau mal, die ist doch total verknallt in dich. Ein Kind soll wohl also nicht gemerkt haben, dass sie Emotionen für ihren Kindererzieher da hat. Und ihr habt es dann für sie gemerkt, ihr elenden ihr absoluten Huren. Wenn das stimmt, dass sogar die Kollegen gesagt haben, ne, Wallah, Billah, nimm mir diese Einrichtung. Wenn ich nicht dahin bretter, ich bin ein Peach. Haben die dann auch gemerkt, dass du... Wenn ich dir nicht das Leben zur Hölle mache, ich bin ein Peach, wenn ich nicht dahin bretter. Du verliebt in sie warst? Boah, das weiß ich nicht. Also es hat halt keiner irgendwas gesagt. Ich denke mal nicht, was das gemerkt wurde.
Ja, ganz ehrlich, irgendwie, ich weiß nicht, 11, 12, wie alt die damals war, das war dann halt schon ein bisschen zu... zu jung, sag ich mal. Und also ich mit 13 bin nicht zu jung. Ich finde, du bist schon ziemlich erwachsen im Kopf halt, ne? Sonst würde ich mich mit dir nicht abgeben, sonst wäre es mir zu kindisch. Zu behaupten, ein Kind sei besonders reif oder erwachsen, ist auch eine Grooming-Strategie. Die Geschichte mit dem Mädchen können wir nicht überprüfen. Mia gibt sich weiterhin sehr kindlich und macht das, was er vorher im Chat bereits von ihr gefordert hat. Ich kann dir mein Zimmer so zeigen, aber nur so das. Ja, mach's doch einfach. Okay, also. Ich mag übrigens diesen Anzug voll. Also auf, kommen wir nochmal zurück. Oh Gott, das ist so cool. Ja, mach das bitte. Ach Gott, ey, ich finde es so süß einfach nur. Und dann sehe ich dich damit jetzt vorhin und denke so, oh geil, cool. Ja, dann sag mal. Okay. Also ich habe hier neue Poster aufgehängt. Die habe ich aus dem Magazin. Dann habe ich hier ganz viele verschiedene so Polster, so Kissen. Das ist der Berli. Polster? Ja. Auch Sascha zeigt Mia seine Wohnung. Okay, fangen Sie hier an. Also das Schlafzimmer bei mir. Tja, hier mein Minibett. Wie war das mit Kuscheln und so, weil mein Bett so klein ist? Im Chat hat Sascha immer wieder gesagt, dass Mia besser nicht von ihm erzählen soll. Und du sagst ja, ich darf das niemandem erzählen und du erzählst das ja auch niemandem. Dann muss ich öfter lügen. Wenn du da lügen würdest, wegen so einem Trinken oder sowas, dann ist das ja so ein bisschen halt was, um dich zu schützen. Und, also, und wenn wir uns treffen würden, was würdest du dann machen wollen mit mir? Oh Gott, wie das klingt. Sag das nicht so, das klingt voll komisch. Das Wieso? Klingt voll falsch. Wieso klingt was das heißt falsch? Machen wollen halt? Ja? Wieso klingt das falsch? Ja, das klingt so, als keine Ahnung, so viel zu einem Hotelzimmer gehen und da sonst was für Zeug machen wollen. Du hast ja auch mal so gesagt, so mit Küssen und so. Ja, aber das ist ja. Das kann ich aber. Da muss man sich ja auch beiseite verschönen irgendwie. Oder keine Ahnung, beim Abschied dann irgendwie, dass man sich halt umarmt und dann halt irgendwie so, keine Ahnung, plötzlich so Gesicht an Gesicht steht. Dann ist ja halt auch klar, dass man dann sagt, ja, okay, komm, da kann man jetzt dann mal. Bisschen knutschen, wie auch immer. Egal, ob eine 13-Jährige dem zustimmt oder nicht, das wäre Kindesmissbrauch. Und wann wird so circa das mit dem Duschen sein, was du mal geschrieben hast? Bitte was mit Duschen? So Rücken einseifen. Ach Gott, oh mein Gott, das ist halt auch sowas irgendwie, ne? Nee, das war ja bloß Spaß, das war ja bloß, wenn du dann hier wärst, halt bei mir und... Das ist bloß halt so, vielleicht jetzt auch, ich kenne dabei dieses Geflirte halt, ne? Das ist ja eigentlich Flirten, halt sozusagen, was ich ja da gemacht habe. Sascha scheint wirklich davon auszugehen, mit einem unreifen Kind zu sprechen. Mia will wissen, wie er sich das mit ihr vorstellt. Ich weiß nicht, also ich würde es mir halt auf jeden Fall wünschen, dass es halt auch mehr ist, weißt du, wie ich meine? Als jetzt nur eine Freundschaft. Dass man da halt dann eben sich halt trifft, keine Ahnung, einmal im Monat oder sowas dann irgendwie, dass ich halt dann zu dir rüberfahre oder sowas und man dann halt einen Tag oder so halt zusammen verbringt. Das muss jetzt ja nicht so oft passieren, weil sonst wird es auffällig für deine Eltern. Kennst du das Wort Dating schon, oder? Also wenn man sich so öfter trifft. Genau, also jetzt nicht kennenlernen im Sinne von, um eine Freundschaft halt zu haben, sondern halt so in... im Sinne für eine Beziehung, meiner Erfahrung nach, das ist halt das, was wir bis jetzt so gemacht haben oder wie wir uns halt verhalten. Das ist eigentlich ja wirklich so wie halt bei so einem Kennenlern-Ding für so eine Beziehung. Manchmal macht es mir ein bisschen Angst, weil du halt auch schon erwachsen bist. Wo ist der Unterschied? Wo ist das Problem damit halt? Wir wissen jetzt, welche Absichten er hat und konnten ihn identifizieren. Wir beenden den Kontakt. Ich möchte es nicht so mit der Beziehung, weil du halt schon erwachsen bist. Das
das heißt jetzt ja gar nichts. Du sagst jetzt halt eher nicht, aber das kann, keine Ahnung, kann sich ja morgen auch schon ändern. Ich weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt in deinem Alter. Aber was kann man machen halt, wenn dann irgendwie die Gefühle das halt machen mit einem? Weißt du, wie ich meine? Dass ich halt irgendwie so oft irgendwie an dich denke. Ich hab mir das nicht ausgesucht. Boah, ich heul fast, ey. Ich will den Typen weghauen. Ich will diesen Typen. Wie der redet, ne? Wie der redet, wie der mich abfuckt. Ja, Dave. Gute Nacht. Okay. Bleib wie du bist, ja. Okay. Tschüss. Ja, ciao. Oh Gott, das ist so schlimm. Sascha meldet sich nach dem Call noch mehrfach. Wir werden ihm nicht mehr antworten. Auf Likey ist er zu diesem Zeitpunkt weiter online und folgt neuen Kindern. Wir fragen zu Nutzern, mit denen wir durch Likey Kontakt hatten, auch zum Erzieher, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität an. Wenn wir so eine Anfrage machen, wollen wir natürlich erfahren, sind die Leute Polizei bekannt? Gibt es vielleicht schon Ermittlungen dazu, von denen wir nichts wissen? Und nicht selten ist es dann halt auch so, dass durch so eine Anfrage dann auch Ermittlungen eingeleitet werden. Sie antworten uns, dass sie die Fälle prüfen. Mehr könnten sie uns dazu aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Wir wissen aus anderen Quellen allerdings, dass infolge unserer Anfrage gegen den Erzieher ermittelt wird. Geil, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Wir konfrontieren Likey mit den Ergebnissen unseres Versuchs, den Straftaten auf ihrer App und den unzureichenden Kinderschutzmaßnahmen. Die Firma hat ihren Sitz in Singapur. Sie antworten uns: Wir haben null Toleranz gegenüber jeglichem Missbrauch, jeglicher Ausbeutung und Sexualisierung von Kindern. Wenn Sie Cybergrooming sehen, melden Sie das bitte an uns. Likey wolle weitere Maßnahmen ergreifen, um Kinder zu schützen. Sie sagen uns, sie würden Kindesmissbrauch nicht eigenständig an die Behörden melden. Eine solche Meldepflicht wird auf EU-Ebene diskutiert. Was sagen die zwei großen App-Stores zu Likey? Ich hatte heute der App-Store angerufen und mitgeteilt, dass sie die App Likey jetzt rausgenommen haben, weil sie gegen die Richtlinien verstößt. Und wenn ich hier nach Likey suche, ist die weg. Wer die App bereits heruntergeladen hat, kann sie aber noch weiter nutzen. Der Google Play Store gibt an, man nehme das ernst, habe die Entwickler verwarnt und diese... Das erinnert mich ein bisschen an das Spiel damals, was gesperrt worden ist, weil das Super Mario oder so irgendwie geendet hat. Wie hieß das? Doodle Jump? War das Doodle Jump? Irgendwie mit Springen, dies, das. Das war damals die iPhone 4 Zeit, glaube ich, Digga. Und die, die dann dieses Spiel noch auf dem Handy hatten, die haben dieses Handy sogar für ein paar hundert Euro mehr weiterverkaufen können, weil das dann so... Ah, nee, war das Angry Birds? Nee, nicht Angry Birds. Oder? Irgend so ein Spiel war das, Digga, mit... Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas so hat... Ich weiß gar nicht mehr. Flippy Bird oder irgendwie sowas, keine Ahnung mehr. Apo Red. Inzwischen Maßnahmen ergriffen. Die App ist weiterhin im Google Play Store. Am Ende unseres Versuchs geben wir uns gegenüber den Männern, mit denen wir am meisten Kontakt hatten, zu erkennen. Wir haben uns entschieden, die Nutzer nicht vor Ort, sondern per Nachricht zu konfrontieren. Wir wollen ihren Stellungnahmen nicht mehr Raum geben als rechtlich und journalistisch notwendig. Es gibt nämlich nichts, was Cybergrooming oder Kindesmissbrauch rechtfertigen könnte. Malik und Sascha antworten uns nicht. Der Nutzer mit dem Autokennzeichen blockiert uns. Nur Serhat antwortet. Und zwar, ich dachte, sie lügt, weil sie sieht aus wie 18 oder 19. Und sie hat gesagt, ja, bin schon über 18. Er schreibt, er könnte sie anzeigen wegen Betrugs. Mia hat immer betont, 13 zu sein. Unser Versuch zeigt, wie leicht es ist, Täter zu überführen. Und trotzdem, es werden nur wenige Scheinkindoperationen von den Ermittlungsbehörden durchgeführt. Cybergrooming und sexueller Missbrauch sind und bleiben Realität für Kinder im Internet. Auf der App Likey hat das erschreckende Ausmaße angenommen. Weder Ermittlungsbehörden noch die Politik hat das überrascht. Auch uns nicht. Diese Situation mit Masturbation etc. waren leider nicht so eine große Überraschung, weil ich eben von früher das selber auch kenne. Eigentlich dachte ich mir sehr, sehr oft, kenne ich, diese Masche kenne ich, das kenne ich aus meiner Jugend. Das passiert jeden Tag. Krass. Jungen, Mädchen, Kindern. Und das möchte ich eigentlich, dass kein 12-jähriges Mädchen sowas erfahren muss. Was ist? Aber stabil, diese Frau, einen stabilen Job gemacht. Das. Nach unseren Anfragen bei Likey und den App-Stores ändert sich plötzlich das Aussehen der App. Einige Hashtags sind gesperrt oder eingeschränkt. Trotzdem sind immer noch Groomer in den Kommentaren unterwegs. Geil, sehr geilen Job gemacht, sehr geilen Job gemacht. Hab diese App geballert, sehr gut. Manche Kinder ziehen offenbar weiter zu anderen Apps. Doch es scheint, als wären die Pädokriminellen auch längst dort.
Crazy Video, muss man sagen. Da haben die Leute von STRGF, Störung F, sehr, sehr guten Job gemacht. Ich finde, das muss häufiger vorkommen, Digga, dass sie so Apps zeigen, exposen, wo Pedos sind, dies und das, wo man sagen kann, okay, wir sind gegen diese App. Diese App muss boykottiert werden, muss gelöscht werden vom App Store und so weiter. Sehr guten Job gemacht, Digga. Da fehlt zwar noch so ein bisschen dieser Schwung von einem Nick Hein, so ein bisschen diese Action. Am liebsten noch diese Leute weg. Aber okay, tamam. Das war's mit dem Video, Leute.